Herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten Blog. Wir sind auf der DWalk Push to Talk Tag 2. Und es wird mal wieder chaotisch werden, denn wir haben bereits eine Menge Gäste. Dies wird ein interaktives Format. Wir haben einen riesigen Big Blue Button Raum und haben neben unseren Vortragenden und Referenten und Referentinnen, die hoffentlich gleich auch noch reinkommt, schon bereits einen Riesenhaufen Teilnehmern. Wenn ihr mitmachen wollt, geht ins Wiki, geht auf die DWalk-Seite, geht ins Pre-Talks. Es gibt dort den Link ins Pad, wie üblich, für Kommentare und Fragen. Dort findet ihr auch den Link in den Big Blue Button Raum, dass ihr hier mit rein könnt. Unser Thema wird sein, wie die Überschrift schon sagt, ich habe doch nichts zu verbergen, oder? Das ist ein üblicher Spruch, den man so zu hören kriegt, von wegen, naja, du machst ja nichts Böses, dann brauchst du auch nichts zu befürchten. Und wir werden gleich erfahren, dass das Internet doch eine Menge mehr über einen wissen könnte, als man so üblicherweise annimmt, man es einfach nur nicht weiß. Um das durch alltäglich verständliche Bilder verständlich zu machen und eben auch nicht technikaffinen Menschen verständlich zu machen, darum geht's hier und los geht's und unsere Referenten werden sich jetzt gleich vorstellen. Ja, hallo, mein Name ist Mengoshi. Ich bin von Cyber for Edu, wie auch meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wir wollen zu dem Thema, na und ich habe doch nichts zu verbergen, Bilder im Kopf machen. Wir erklären auch gleich ein bisschen näher, was wir in dem Workshop mit euch gemeinsam veranstalten wollen. Wir wollen uns als doch relativ frischen Verein aber erstmal ein wenig näher vorstellen und da schalten wir mich ein. Ja, Cyber for Edu ist eine Initiative, die sich. Musst du mal weiter? Ja, mache ich. Eine Initiative, die sich auf dem letzten Kongress in Leipzig gegründet hat, mit der Idee, dass wir die digitale Bildung irgendwie reparieren wollten oder immer noch wollen. Wir sind ein Zusammenschluss von Eltern, Pädagogen, Nerds, Wissenschaftlern, Juristen, Datenschützern, eine sehr bunte Truppe, die eng verbunden mit der Free Software Foundation Europe und mit dem Bündnis für freie Jugend und Chaos macht Schule, weil da viele von uns auch aktiv sind, zusammenarbeiten und versuchen, das ganze Thema Digitalisierung und Open Source Tools und auch Bildungsinhalte unter freien Lizenzen, also OER, voranzutreiben. Und das machen wir nicht nur konzeptionell, sondern auch konkret, indem wir zusammen mit einem weiteren Kooperationspartner InfraRun auch technische Infrastruktur, wenn Schulen sie von uns haben wollen, anbieten. Das heißt, wir betreiben auch Big Blue Button und Nextcloud und ähnliche Lösungen, um eben konkret auch nutzbare Alternativen zu Zoom, MS Teams und all dem anderen Datenschutz, kritischen Zeug anzubieten. Wer uns näher kennenlernen will, ist herzlich eingeladen. Wir treffen uns jeden Dienstag um 21 Uhr. Das findet ihr auf unserer Webseite und die findet ihr hier auf diesem Slide unter dem Link. Dort könnt ihr uns in unserem Big Blue Button jeden Dienstag ab 21 Uhr treffen. Ja, worum soll es jetzt hier eigentlich gehen? Also, ihr alle kennt sicherlich dieses Problem, wenn man mal die Clubphase, die Chaosblase verlässt, dann Menschen zu erklären, warum man Datenschutz eigentlich bräuchte oder was Open Source ist und warum das sinnvoll ist. Das ist ja teilweise gar nicht so einfach. So dieses übliche, ich habe nichts zu verbergen, das ist uns zum einen zu wenig, das ist auch ein bisschen ausgelutscht. Das hilft nicht unbedingt weiter. Was wir machen wollen, ist gemeinsam in verschiedenen Workshop-Räumen, die wir im Rahmen eines Breakout-Rooms hier im Blick Button aufmachen zu verschiedenen Themen, wollen wir versuchen, Bilder zu bauen. Also Bilder bauen, das ist ja nun ein ganz altes Verfahren. Gab da mal so einen Religionsstifter vor 2000 Jahren, der hat mit so Bilder bauen ganz viel Erfolg gehabt. Da wollen wir quasi anknüpfen und wollen uns überlegen, wie kann man Bilder bauen, dass Menschen sich unter einem Thema wie Persönlichkeitsrecht etwas vorstellen können. Wir alle, wir stecken in diesem Thema mehr oder minder stark drinne und bei uns baut sich was im Kopf auf, wenn wir das hören. Das tut bei anderen aber nicht unbedingt.
So, das kriegt man ja gerade mit, wie schwierig das bei vielen Menschen ist, das in irgendeiner Weise auch zu vermitteln. Unsere Zielgruppen dabei, die sind ganz unterschiedlich und breit gefächert. Es soll sowohl um Grundschulkinder gehen als auch um Abiturienten, aber vor allen Dingen Lehrende, Schulleiter, Eltern, also diejenigen, die eben auch mit darüber bestimmen, was unsere Kinder und damit die nächste Generation an Softwarenutzern für Software vor die Nase gesetzt bekommt. Ist das etwas wie Microsoft Teams oder ist das eben etwas wie BigBlueButton und oder Moodle? Für uns ist es wichtig, dabei gerade auch mal Spirit darauf zu finden, wie wir die Community geistig ein Stück weit verlassen können und wie können wir das Menschen vermitteln, die eben nicht in unserer glücklich machenden Blase stecken, sondern die darüber hinaus sind, die damit vielleicht noch nicht unbedingt was anfangen können. Micha erklärt jetzt nochmal ein bisschen so vom Zeitablauf, wie wir das jetzt machen wollen. Und dann wollen wir ein bisschen den Kopf erstmal leer machen, damit wir besser in eine Kreativphase einrücken können. Da komme ich dann wieder zurück, aber jetzt erklärt Micha erstmal ein bisschen so noch den Ablauf. Ja, der Ablauf dieses Vortrags ist insgesamt ein bisschen komplexer. Dadurch, dass wir hier in unserem BigBlueButton mit den hier anwesenden TeilnehmerInnen gleich in Dialog treten wollen und kreativ zusammenarbeiten wollen. Und gerade etwas durch die Regieanweisung abgelenkt, tut mir leid. da wir gleich die Arbeit hier in Kleingruppen aufteilen wollen, wird es auf dem Stream dann nichts mehr erstmal aus dem Teil des Vortrags nichts zu sehen geben. Dann wird es dann aber für alle von euch da draußen, die am Stream sich oder die den Stream nicht verlassen wollen oder können, nicht langweilig wird, werde ich in der halben Stunde, in der die Kleingruppenarbeit stattfindet, euch ein bisschen in das Thema Metadaten, Spuren im Netz, wofür ist eigentlich das ganze Thema Datenschutz im Konkreten, im Alltag, im Umgang mit dem Internet relevant, werde ich euch dazu etwas vortragen. Das ist ein Vortrag, den wir im Rahmen von Chaos macht Schule oft an Schulen halten. Ich habe den ein bisschen zusammengedampft. Der Vortrag heißt Spuren im Netz. Den gibt es auch im Netz. Und ich versuche in 30 Minuten die Highlights euch zu vermitteln, sodass also am Stream es spannend bleibt. Aber natürlich seid ihr herzlich eingeladen, jetzt noch in unseren BigBlueButton zu kommen, weil es natürlich interaktiv in den Kleingruppen gleich richtig interessant wird. Genau, und als nächstes, um so ein bisschen locker zwischen den Ohren zu werden, haben wir eine kleine Kreativübung uns überlegt, die wir jetzt gleich anstarten werden. Und mach doch mal die nächste Folie. Ich würde jetzt tatsächlich gerne noch mal einmal zurückspringen, weil wir haben nämlich von der Regie gehört, dass ihr die Folien gar nicht sehen konntet, was wir aber dachten, dass ihr die seht. Die Folie finde ich so schön, die muss ich jetzt auch denjenigen, die nur im Stream zuschauen, doch noch mal gönnen, die im BigBlueButton sind. Die konnten sie sehen. Diejenigen, die jetzt im Stream sind und denken, das wäre was, da will ich eigentlich gerne mitmachen, weil wir wissen, dass da relativ viele sind. An dieser Stelle noch mal die ausdrückliche Einladung, kommt zu uns im BigBlueButton. Den Link solltet ihr eigentlich auch bei der Veranstaltungsankündigung sehen. Das ist nämlich dann der Weg, wie ihr auch weiterkommt in die Breakout Rooms und so weiter, also wie ihr dann tatsächlich mitmachen könnt. Wie ihr jetzt auch gleich bei dem Spiel, was wir mit euch machen wollen, um ein wenig euch zu lockern geistig, also insofern bevölkert fleißig unseren BigBlueButton. Bis jetzt sind 25 drin. Der hält mehr aus. Entgegen aller Gerüchte ist BigBlueButton, wenn man es richtig macht, stabil. Ja, unsere Kreativübung, die wir machen wollen, einmal Refresh Memories. War das nicht Thema vom letzten Kongress? Ja, irgendwie so. Wir geben euch 4 Begriffe, 30 Sekunden Zeit und wollen von euch in dem Public Chat hier im BigBlueButton einfach mal Assoziationen lesen, hören nicht, aber lesen, was euch dazu so einfällt. Es gibt da natürlich keine schlechten, falschen, richtigen oder
guten, doch gute Antworten gibt es bestimmt, aber es gibt keine schlechten Antworten. Es gibt nur bessere. Wir wollen einfach euch mal so ein bisschen, wie gesagt, geistig locker machen. Insofern seid auch nicht überrascht über die Begriffe. Wir probieren das jetzt einfach mal mit dem ersten Begriff und schauen dann mal, dass wir mit den 30 Sekunden... Warte mal, wir sollten vielleicht noch kurz erklären, wie wir es denn genau machen, oder? Also wir wollen das im Public Chat mit euch veranstalten. Und die Idee ist, dass alle Teilnehmer jetzt hier im Big Blue Button sich ihren Blick auf den Public Chat richten. Dort wird gleich ein Begriff auftauchen. Und dann ist jeder von euch aufgefordert, seine Assoziation, eine, vielleicht auch mehrere, aber idealerweise erstmal eine, die am besten euch passt, hier in den Chat zu ergänzen, sodass wir also den Begriff haben und danach von jedem eine Assoziation. Oder habe ich was Falsches gesagt? Nö, so denke ich auch. Jetzt wäre es natürlich, eine super Planung. Jetzt wäre es natürlich ganz toll, wenn die Regie auch den Chat mit einblenden kann. Ich kann ihn nicht parallel sehen. Ich weiß, also für diejenigen, die jetzt nur Stream sehen, ich habe keine Ahnung, was ihr seht. Das ist vielleicht aber auch gar nicht schlecht. So, wir fangen jetzt, ja? Wir fangen jetzt mit dem ersten Begriff an. Micha, jetzt musst du mir mal helfen, weil ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn irgendwie hier in den 25 Fenstern. Danke. Der erste Begriff ist jetzt im Chat und das ist jetzt die Call to Action für alle. Ja, es funktioniert. Ich bin begeistert. Schön, wenn es klappt. Ja, weiter. Hat jemand auf die Uhr geguckt? Verdammt. Ja, habe ich. Ich habe die Stoppuhr laufen. Wir sind ein super Team. Ja, meine Begriffe sind weg. Insofern, du gibst die Begriffe, ich mache die Stoppuhr. Alles klar. Jeder findet zu seiner Bestimmung. Das ist super. Ah, jetzt sind meine Begriffe wieder da. Aber nichtsdestotrotz kann das ja gerne so aufteilen. Oh, ich bin begeistert. Ihr macht das super. Ja, das ist wirklich großartig. Also, wer das mitgucken kann... Und wer jetzt meinen Wecker hört, weiß, wir sind drüber, also Stopp an dieser Seite. Und um die grauen Zellen gleich weiter durchzuschütteln, wirft Micha jetzt den nächsten Begriff rein. Genau, jetzt habe ich einen Pausenstrich reingemacht. So, jetzt macht euch mal noch ein bisschen locker. Und es geht weiter. Los. Ich mal nicht so richtig entscheiden, wo ich hingucke, auf meinen rechten Bildschirm oder auf meinen Frontalbildschirm. Sieht wahrscheinlich komisch aus. Ich gucke nicht aus dem Fenster. Das ist. ich sage voraus, die nächste Generation Bildschirme hat eine Kamera, die hinter dem Bildschirm so liegt, so teildurchlässig. Vielleicht auch einfach eine Kamera, die hier. Ah. So, auch das hat gut funktioniert. Jetzt. Und es gibt Menschen, die keine Mathe mögen. Jetzt wieder kurz locker machen. Oh, da ist noch ein Nachzügler. In Ordnung. Jetzt aber wirklich Schluss mit lustig. Also mit diesem lustig. Jetzt kommt das nächste lustig. Achtung, jetzt kommt der nächste Begriff. Und auf geht's. Und eben erst Schulz gelesen und dachte so, was hat Schulz mit Daten zu tun? Ist ja interessant, was manche für Assoziationen haben, aber nee. Ja, und weil es so schön war, das ist wirklich ein spannender Punkt, weil es so schön war, wir haben noch einen letzten Begriff. Also jetzt mal ganz kurz Stopp im Chat und Micha macht nochmal eine Linie, die ist jetzt gerade da und Micha gibt den letzten Begriff hinein. Das werde ich jetzt tun. Also, und los.
ein Jahr in die Regie. Ja, vielen Dank an alle, die sich hier fleißig beteiligt haben. Sehr schön, sehr lustig. So, ich muss jetzt, auch wenn es komisch klingt, dazwischen reden, weil wir haben nämlich, um das zu erläutern für diejenigen, die uns zusehen, wir hören sowohl uns untereinander als auch gleichzeitig die Regie. Gibt ein interessantes Bild bei uns im Kopf. An den Herald, nein, aktuell nicht. Vielen Dank. Wenn wir noch Hilfe brauchen, dann werden wir laut rufen über die vereinbarten Kanäle. So, an dieser Stelle geht es ein Stück weiter. Wir haben ja angedroht, wir kommen jetzt in die Kreativphase, wir teilen uns auf. Wir haben Kleingruppen gemacht zu diesen 8 Begriffen, die ihr jetzt gerade hoffentlich seht. Ich lese aber auch nochmal vor, nämlich einmal Datenschutz als Raum 2, Persönlichkeit, Rechte bzw. Rechte, Nummer 3, Open Source, Nummer 4, Metadaten, Nummer 5, Sicherheit bzw. Datensicherheit, Nummer 6, das Begriffspaar zentral und dezentral, Nummer 7, Big Data und Nummer 8, Algorithmus. Wir haben für jeden Kleingruppenraum einen eigenen Moderator, Moderatorin, die euch hilft, jetzt in diese Räume zu finden. Wir wollen aber vorher eine ungefähre Peilung haben, wie viele kommen in welchen Raum. Also damit sich das halbwegs gleichmäßig verteilt. Ich würde Micha bitten, jetzt mal in den Public Chat den Link reinzuwerfen, wo wir die Umfrage haben. Also ihr klickt jetzt bitte einfach mal auf den Chat und klickt drauf, welches Begriffspaar würde euch am meisten interessieren. Und wir würden gerne mal kurz eine Peilung kriegen, weil wir jetzt feststellen, es ist irgendwie ein völliges Ungleichgewicht, damit wir spontan nochmal schauen können, ob wir das zurechtwürfeln, weil sowohl eine 1-zu-1-Mischung als auch also irgendwo ein totales Ungewicht, das wäre jetzt weniger günstig. So, also ich bin begeistert zu sehen, dass die ersten Menschen sich in unserer Umfrage beteiligen. Ist ja toll, dass unser Konzept bisher so prima aufgeht. Großartig. Ich hoffe, wir kriegen gleich die Namen aus der Umfrage gematcht auf die Namen hier im Chat. Das wäre total hilfreich. Das hätte ich auch mal sagen können. Das wäre total hilfreich, wenn die Menschen, Namen im Big Blue Button, Deckungs-, also uns sind eure echten Namen natürlich egal, ja, wir sind ja hier im Chaos, aber wenn die Namen in der Umfrage die gleichen wären wie im Big Blue Button, würde das die Zuordnung erleichtern, alles andere. Schwierig, sage ich nur, schwierig, obwohl unser Assistententeam Großartiges zu leisten vermag. Ich traue denen alles zu. So, wir haben jetzt bisher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 TeilnehmerInnen. Es gibt ein gewisses Cluster. Haben wir uns eigentlich ein Zeitlimit gesetzt für diesen Teil der Übung? Nee, aber wir sehen ja schon ein deutliches Schwergewicht. Ich weiß jetzt gar nicht, sind die... Wächst du von mir oder was? Du, bei meiner Gewichtsklasse kann ich mich da. Also, zumindest mal sehen wir ein deutliches Schwergewicht, was die Verteilung angeht. Das ist, also so sehen die allen dann eigentlich auch die Ergebnisse. Das finde ich schon erstaunlich. Also wir sind bei Thema 1 und Thema 2 haben wir nahezu alle TeilnehmerInnen vereinigt. Unter dem Begriff Datensicherheit und Algorithmus findet sich jeweils noch 2 bzw. eine. Ja, Open Source, da kam gerade die Frage, will niemand? Es wundert mich auch, weil ich... Doch, eigentlich klar, oder? Nee, das finde ich gar nicht klar, weil wenn man mal versucht,
nicht Nerds klarzumachen, warum man Open Source haben will. Und dann kommt nur, das ist ja diese Nerd-Scheiße, Frickelkram, die sowieso nie funktioniert. Dann weiß man, warum man Menschen vielleicht das doch nochmal erklären muss. So. Ja. So, du meinst, wir müssen gerade noch ein bisschen Marketing für die anderen Begriffe machen. Ich kriege vor allen Dingen nicht die 38 TeilnehmerInnen aus unserem Big Blue Button auf die 13 Teilnehmer unserer Umfrage gemappt. Also, du meinst, unsere ModeratorInnen musst du natürlich abziehen, aber nichtsdestotrotz, da fehlen noch viele. Also wir würden wirklich bitten, alle, die jetzt da bei uns im Big Blue Button sind, mal sich dort in der Umfrage einzutragen. Also habt doch keine Angst, ne? In der Kleingruppe muss niemand, man kann. Es wird bestimmt lustig. Wir haben ein lustiges Team, das euch an die Hand nimmt und da soll kein Stress entstehen. Insofern keine Scheu, geht da rein, es passiert nichts. Und am Ende müssen noch nur wenige von euch hier öffentlich die Ergebnisse präsentieren. Nein, das bleibt euch erspart. Mach keine falschen Versprechungen, ich mach keine Späße. Ich sehe gerade, man sieht gar nicht mein cooles D-Walk-T-Shirt. Man kann gar nicht erkennen. Ja. Scheiße. Also vielen Dank für diese großartigen T-Shirts, aber irgendwie für die Webcam muss das Logo quasi so irgendwie höher. Vielleicht so ein. Ich bräuchte so einen D-Walk. Corona-Stoffklappen-Nummer. So, was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt 13 Leute, die teilnehmen. Nee, 15. Und 15, das ist doch schon mal gut. Ich würde sagen, wir geben Ihnen jetzt noch eine Minute, bis bei mir auf meiner allein maßgeblichen Computeruhr es auf 53 springt. Und dann würde ich unsere HelferInnen bitten, hier zu verteilen. Also im Zweifelsfall werdet ihr einfach zu eurem Glück gezwungen. So ist es einfach, ne? Wir wollen ja, dass jeder hier heute Nachmittag glücklich rausgeht. Insofern, wer sich nicht äußert. Aus der Jugendarbeit kenne ich immer nur den Satz, alle Kinder spielen alle Spiele. Da bleibt keiner da nebendran stehen, sondern es spielen alle mit. Insofern, wer sich hier bei uns in den Big Blue Button verirrt hat, der muss mit dabei sein. Der Einzige, der hier in diesem Raum am Ende übrig bleibt, ist Micha. Und Micha macht dafür in der Zeit den Stream voll. Gut, dass du es erwähnst. Ich wäre sonst noch, das hätte ich mit so Metadaten gegangen oder so. Ja, du musst übrigens gleich einen Vortrag halten, falls dir das noch keiner erzählt hat. Nein, den Vortrag wird mein Assistent natürlich halten. Ja. Mit diesem Handschuh habe ich heute meine Webcam ins Büro transportiert. Hat sehr gut funktioniert. Ich habe bei meinem Sohn ausgeliehen. So, ist die Minute jetzt endlich rum und wir können... Ja, die ist rum. Wir haben 15 Teilnehmer, die sich verteilt haben. Also, weil jetzt gerade das in dem Public-Chat kommt, Open Source ein tolles Thema, aber schwierig zu erklären, schreibt hier jemand, ich habe eher Schwierigkeiten, dieses, ich habe nichts zu verbergen, zu vermitteln. Also gut, das hatten wir jetzt nicht im Vorfeld ausgesucht, aber auch bei dem Thema Open Source, um das jetzt nochmal aufzugreifen, also das ist jetzt nicht das, was ich dort als Kleingruppenmoderator moderieren werde, aber doch, ich glaube, da sind viele interessante Sachen dabei. Wer da mal, also das werden wir jetzt hier nicht vertiefen können, aber wer da mal näher eintauchen will, dem empfehle ich das Buch Richard Stallman und die Anarchie der Hacker. Sehr lesenswertes Buch, kriegt man glaube ich nur noch gebraucht oder so, 20 Euro, sollte man unbedingt mal lesen. Das hat mir jedenfalls in einigen Bereichen, obwohl ich dachte, ich bin da schon tief drin, die Augen geöffnet, was das Thema angeht und auch viel mehr Verständnis dafür vermittelt. Weil es, ja, es ist für uns, glaube ich, alle so eine Selbstverständlichkeit und dann merkt man erstmal so, was vielleicht doch nicht so selbstverständlich ist. Ja, wir würden euch jetzt sukzessive verlassen. Ich würde, wie, jetzt muss ich leider nochmal nachfragen, Moni, jedenfalls musst du mir jetzt bitte mal helfen. Muss jetzt irgendjemand von uns noch was aktiv machen oder schubst du uns in die Breakout Rooms gnadenlos rein? Wir gehen selber rein. Und Ralf kümmert sich gerade, die einzurichten. Ah, okay, dann kriegt ihr... Info, wer noch nicht damit gearbeitet habt, ihr seht gerade eventuell einen Raum als allererstes angezeigt. Das muss nicht der Raum sein,
dem ihr zugeordnet werdet. Ich lese nochmal hier. Den ihr ausgewählt habt in der Auswahl. Ich lese euch nochmal die Räume vor, weil ihr seid jetzt alle auf so einer Seite. Join Breakout Room. Raum 1 ist Datenschutz. Raum 2 ist Persönlichkeitsrechte bzw. Rechte. Raum 3 ist Open Source. Raum 4 ist Metadaten. Raum 5 ist Datensicherheit oder Sicherheit. Raum 6 ist das Wortpaar zentral, dezentral. Raum 7 ist Big Data. Und Raum 8 ist Algorithmus. Ich danke euch, verabschiede mich, lasse euch hier mit Micha erstmal alleine und wechsle. Ups. Ich hoffe, ja, da ihr ja leider nicht in der Lage seid, an dem Kreativteil in unseren Big Blue Button Räumen teilzunehmen, habt ihr jetzt die Freude, hier mir zuzuhören. Nicht, dass ihr jetzt verwirrt seid, hier steht jetzt Chaos macht Schule, weil die folgenden Vortrag habe ich aus einem der Chaos macht Schule Vorträge abgeleitet, oder es ist ein Extrakt davon. Der Vortrag heißt Spuren im Netz. Und den bieten wir Berliner zumindest, also die Berliner Abteilung von Chaos Macht Schule bietet diesen Vortrag hier, ja, natürlich Berliner Schulen an. Was ist Chaos Macht Schule? Chaos Macht Schule ist eine Initiative, die es bundesweit gibt, die ist vom CCC, also am CCC angegliedert. Es ist nicht unbedingt, sind nicht nur Mitglieder aktiv, es sind einfach Menschen aktiv, die bereit sind, in ihrer Freizeit Kindern Vorträge zu halten über Themen, die in der Schule in der Regel zu kurz kommen. Ich habe jetzt die Folie, was ist der CCC, mir an der Stelle einfach mal gespart. Ich gehe fest davon aus, dass das allen Zuhörenden klar ist. Und ich spreche jetzt hier vor allen Dingen als Chaos macht Schule Berlin, da bin ich selber auch aktiv und kenne mich gut aus. Was wir also tun, ist, wir bieten Schulen kostenlos an, sie zu besuchen und dann im Regel im Umfang einer Doppelstunde, also 95 Minuten, ist bei uns vor allen Dingen zwei Vorträge, die sehr oft nachgefragt und gehalten werden. Das eine ist, wie funktioniert das Internet, den wir vor allen Dingen an Kinder aus der Grundschule, in der Grundschule adressieren. Und der zweite Vortrag ist Spuren im Netz, den wir dann eher so ab der 5., 6. Klasse anbieten, aber den ich auch schon in der Oberstufe gehalten habe. Das ist dann, kann man beliebig vertiefen oder ausweiten. Die Idee des Vortrags ist es, euch ein paar Ideen, Impulse zu liefern, wo ihr vielleicht in eurem Alltag im Internet, beim Nutzen des Internets Spuren hinterlasst, die ihr vielleicht nicht so hinterlassen wollt. Und ich fange an mit dem Thema Fotos. Das ist jetzt eigentlich ein Teil, den ich mit den SchülerInnen immer interaktiv mache, wo ich sie auffordere oder ich sie bitte, aus dem Foto mal zu versuchen, Dinge, also Informationen zu leiten, was erfährt man hier aus diesem Foto möglicherweise bei denjenigen oder diejenige, die das Foto erstellt hat. Dann kann man sich natürlich mal angucken, ne, wo ist das Foto, was erkennt man hier, man sieht ein Dach, das ist eine Dachraumwohnung, sieht alles sehr großzügig und leer aus, ist jetzt wahrscheinlich vielleicht jemand, der eher keine kleine Wohnung hat. Und so kann man einen Moment lang sich auf das Bild einlassen und Dinge davon versuchen abzuleiten, was aber eigentlich am Ende gar nicht in diesem Moment jetzt der interessanteste Teil ist. Der viel interessantere Teil ist der Punkt, was stecken eigentlich in diesem Bild noch für weitergehende Daten? Und da will ich jetzt den Übergang machen zu den sogenannten Metadaten. Den beschreibenden Daten, die ein jedes Foto, was einen mit einem digitalen Fotoapparat, und das ist ja vor allen Dingen auch ein Telefon, gemacht werden.
und die halt mit dem Bild auf dem Telefon gespeichert werden. Das bekommen wir meistens gar nicht so mit. Und es ist vor allen Dingen auch so, dass diese Daten an dem Foto, an der eigentlichen Datei mit dranhängen, so dass, wenn das Foto dann per E-Mail oder per natürlich Chat vor allen Dingen weitergeleitet wird, all diese Informationen weiter gereicht werden. Und jetzt möchte ich euch hier ein kleines Werkzeug zeigen, wo ich das Foto, was wir hier eben in der Präsentation gesehen haben, einfach mal hochgeladen haben. Es ist ein Tool, was überhaupt nichts Besonderes ist, also jetzt kein ausgefallenes Super-Hacker-Tool, sondern das kann eigentlich jedes Telefon, jede Bildverwaltung, kann diese beschreibenden Informationen, diese Metadaten aus einem Foto sichtbar machen. Und hier bekommt ihr einen Eindruck davon, was dort alles über den Ersteller, also sowohl das Gerät, also vor allen Dingen über das Gerät natürlich verraten wird. Wir sehen hier, dass es ein Huawei-Gerät war, mit welchen Belichtungseinstellungen. Wir sehen, wann das Foto gemacht wurde und wir sehen auch, wo dieses Foto erstellt wurde, weil offensichtlich in dem Moment, wo das Foto gemacht wurde, die Ortungsfunktion des Telefons angeschaltet war und damit also jetzt der Betrachter des Bildes auch so schon weiß, wo diese Wohnung ist und das mit der üblichen Genauigkeit, die allemal ausreicht, um das Haus, die Wohnung oder ja die Wohnung zu finden. Und wie ihr seht, ist die Anzahl der Informationen, die in so einem Foto drin steht, finde ich doch sehr beachtlich. Ne? Es ist eine sehr lange Liste, die unter anderem auch etwas wie Geschwindigkeit, wie Blickwinkel enthält und eine ganze Menge Rückschlüsse zulässt, über die man sich idealerweise im Klaren ist, bevor man ein Foto über irgendein Medium teilt und vielleicht den Empfängern des Fotos Dinge über sich verrät, die man vielleicht gar nicht verraten wollte. Was jetzt hier aus dieser Darstellung auch noch ersichtlich wird, was vielleicht auch ein interessantes Detail ist, ist, dass man aus den beschreibenden Informationen auch herausbekommt, in welche Richtung die Kamera, gerichtet war, sodass man so auch noch weiß, welche Blickrichtung das Bild repräsentiert. Genau, eine einfache Möglichkeit, das zu umgehen ist, oder eine einfache Möglichkeit, zumindest die Ortungsinformationen nicht mit zu verraten, ist halt immer darauf zu achten, dass beim Machen eines Fotos, beim Erstellen eines Fotos auf dem Telefon, vielleicht natürlich genauso gilt das auch für einen digitalen Fotoapparat, die aber immer seltener benutzt werden, die Ortungsfunktion auszuschalten oder aber entsprechende Tools zu benutzen, die all diese Informationen entfernen. Was zum Beispiel der Messenger Signal tut, wenn man über Signal ein Bild verschickt, dann entfernt Signal all die Metadaten, um die Privatsphäre des Fotografen, des Autors des Bildes zu schützen. Genau. Jetzt möchte ich noch einen Moment lang bei dem Thema Metadaten bleiben. Also Metadaten, beziehungsweise, nein, Quatsch, ich will bei dem Thema Bilder bleiben. Ich war gerade etwas abgelenkt, weil ich auf meine Uhr geschaut habe. Also ich will bei dem Thema Bilder bleiben und noch einen anderen Aspekt beleuchten, und zwar jetzt doch wieder zurückzukommen auf die eigentlichen Inhalte eines Fotos, die heutzutage ja mit schon den Möglichkeiten eines Telefons sehr gut ausgewertet werden können. Vielleicht kennt ihr das von euren Telefonen, wenn ihr ein Foto macht, dass zumindest die neueren, die aktuelleren Telefone inzwischen alle diese Kästen, die ihr hier auch auf dem auf diesem Beispiel seht, anzeigen, was darauf hindeutet, in den meisten Fällen, dass das Telefon schon ein Verständnis davon hat, wo auf dem Foto Gesichter zu sehen sind. Das heißt, so ein Telefon kann schon ziemlich zielsicher in Echtzeit ein Motiv, das man sich über den Sucher, über den digitalen Sucher anschaut, kann es schon Gesichter erkennen. Was für so eine Kamera schon eine sehr hohe Leistung ist.
Denn tatsächlich ist für so einen Computer erstmal ein Bild ja nichts weiter als eine Anhäufung von Bildpunkten mit unterschiedlichen Farben. Das Konzept Gesicht oder Mensch oder Haare, Augen, Zähne ist erstmal in einem Computer nicht bekannt. Und aus den Pixeln so für uns leicht zu erkennen, für einen Computer ist das nicht so ohne weiteres klar. Aber tatsächlich sind wir jetzt so weit, dass falschen Tab, Entschuldigung. Ja. Okay. Ja, wir sehen, sehen jetzt hier, will ich euch das Ganze. Hier zeige ich euch einfach mal, wie einfach heutzutage so eine Bildanalyse ist. Ich zeige hier nur beispielhaft mal das Werkzeug, was Amazon anbietet. Nicht, weil ich irgendwie Amazon besonders hier hervorheben will, nur weil es Amazon einem besonders leicht macht, auch kostenlos die Möglichkeiten, die Bilderkennung heute bietet, auszutesten. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Bild einer Klasse, die ich, das ich im Netz gefunden habe, hochgeladen. Und was ihr jetzt seht, was hier passiert, ist, dass offensichtlich der Algorithmus schon ziemlich zielsicher in der Lage ist, in dieser Vielzahl an Gesichtern jedes einzelne Gesicht zu erkennen. Das seht ihr an diesen Boxen, die hier zu sehen sind. Und kann jetzt, bietet mir die Möglichkeit, jedes dieser Gesichter anzuklicken, und ich bekomme hier auf der rechten Seite eine detaillierte Einschätzung zu diesem Gesicht. Ne, ihr seht hier etwas, zu 99% scheint es ein Gesicht zu sein. Ja gut, das ist der Grund, warum wir es jetzt hier sehen. Auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ist der Algorithmus sich sicher, dass es sich um einen weiblichen Menschen handelt. Dann gibt es hier die Altersangabe, und beim Lachen ist sich der Algorithmus nicht so einig. Wiederum, ne, das Tragen einer Brille bzw. das Tragen einer Sonnenbrille wird gegebenenfalls sehr gut erkannt. Und hier auf der linken Seite seht ihr viele weitere Möglichkeiten, die hier diese Lösung von Amazon bietet. Es gibt die lustige Möglichkeit, dass man in Bildern Celebrities suchen kann. Das ist natürlich jetzt auf Celebrities und vielleicht Presseangehörige oder Journalisten oder sowas, also Berufsgruppen dieser Art, ein nettes Feature. Aber am Ende steckt ja hier nichts weiter dahinter als eine Liste von Gesichtern mit einem Namen und der Möglichkeit, relativ zielsicher in diesem Bild zu suchen. Und ihr seht, ich kann auch Johnny Depp, beliebig. Ich kann auch ein eigenes Bild hochladen, und das funktioniert ziemlich gut. Das heißt, das hier ist jetzt nur ein Spezialfall. Natürlich kann hier auch eine Datenbank dahinter liegen mit Gesichtern von Nicht-Prominenten. Das Prinzip ist das gleiche. Hier wird relativ zielsicher herausgefunden. Für genau. Und das funktioniert auch mit mehreren Personen, wie ihr seht. Die Verzögerung basiert jetzt vor allen Dingen darauf, dass das Bild von meinem Rechner erst hochgeladen werden muss zu Amazon und nicht direkt auf der Maschine liegt, wo die Software läuft. Genauso gibt es hier so Sachen wie Objekt- und Szenenerkennung. Das ist auch sehr spannend. Das ist auch wieder ein beliebtes Foto. Und hier seht ihr, dass der Algorithmus in der Lage ist zu erkennen, es gibt Fahrzeuge, es gibt Autos, es gibt einen Mensch, es gibt eine Person, und es scheint auch ein Mensch zu sein. Und so kann man also nach sehr vielen Kriterien die Bilder sehr einfach auswerten lassen. Was vielleicht ein bisschen beängstigender an der ganzen Sache ist, dass das mit vielen tausend Bildern in einer Sekunde passieren kann.
Es gibt Kunden von Amazon, die diese Lösung hier verwenden, um in Echtzeit die Bilder von Überwachungskameras oder überhaupt von öffentlich eingesetzten Kameras hier permanent einzuspeisen. Und diese Lösung, wie die Lösung von Microsoft oder von IBM oder Facebook, alle großen Anbieter verfügen über Lösungen dieser Art, kann man in sehr hoher Geschwindigkeit viele Bilder parallel verarbeiten. Und spätestens da wird es halt, also muss man mal drüber nachdenken, ne, weil wir so ein Bild angucken, erkennen, was drauf ist, ist natürlich kein Problem. Aber in der Menge und das 24 Stunden und das jeden Tag der Woche, da schließen sich oder ergeben sich auf einmal ganz neue Möglichkeiten, die So, das Ganze will ich, was ich jetzt noch zum Abschluss von dem Teil nur anreißen will, ist, dass das Ganze natürlich auch mit Videos geht. Das heißt, wenn man hier einen Film reinwirft, dann seht ihr, ne, der Algorithmus findet in dem Filmchen auch Personen, sagt mir, das ist also eigentlich genau die Dinge, die ich eben schon versucht habe hier anzudeuten, die mit Bildern gehen genauso gut auch mit Videos. Und hier hat man dann auch noch die Zeitmarken dazu, dass man also weiß, wo in dem Video gerade wer auftaucht und also keine Einschränkung, bewegte Bilder oder Fotos machen keinen Unterschied für diese Art von Lösung. So, ja, ist schon ein bisschen eigenwillig, diesen Vortrag ohne jede Interaktion mit Zuhörern zu führen. Das ist was Besonderes, habe ich noch nicht gemacht. Deswegen bleibt bitte, dass ich hier und da ein bisschen stocke. In der Regel ist es doch so, dass mir hier Menschen gegenüber sitzen, zumindest interessiert schauen. So, ich glaube, ich habe hier eine Variante habe ich eben noch nicht gezeigt. Das ist die die Variante, dass man einen Raum analysieren kann und hier sieht, oder eine Szenerie analysieren kann. Und hier kann das System also auch sagen, dass es ein Raum ist, eine Bibliothek offensichtlich und dass es Bücher gibt. So. So, nun ein kurzer Sprung. Wir haben jetzt also das ganze Thema Bilder ein bisschen uns angeschaut und gesehen, was man alles an Informationen aus einem Bild nehmen kann. Und ich vielleicht hier und da, wenn ihr mit Bildern umgeht, ein paar Fragen mehr stellt oder euch viel mehr auch fragt, wie ihr vielleicht an ein paar Stellen diese Informationen nicht preisgibt. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Es geht wieder um das Thema Metadaten und es geht nur exemplarisch um WhatsApp. WhatsApp natürlich ist datenschutzmäßig besonders berechtigt in der Kritik steht, aber WhatsApp eben auch, weil es eine Online-Funktion verfügt, die Wissenschaftler sich mal etwas genauer angeschaut haben und diese eigentlich für NutzerInnen erstmal ganz attraktive Funktion, die es ermöglicht, dass man von seinen Gesprächspartnern, von seinen TelefonbuchpartnerInnen erfährt, ob sie nun gerade spontan für einen Chat zur Verfügung stehen oder nicht, konnte auf jeden Fall, ich denke, es geht immer noch, auch automatisiert abgefragt werden. Und genau das haben Wissenschaftlerinnen hier gemacht. Wissenschaftler haben hier mit einer Gruppe von, ich glaube, es waren ungefähr 1000 Studentinnen, mal über einen gewissen Zeitraum den Online-Status kontinuierlich über Skripte erfasst. Das heißt, diese 1000 Telefonnummern wurden kontinuierlich in einem bestimmten Rhythmus, ich weiß nicht, vielleicht jede Minute, alle 5 Minuten, abgefragt. Die Daten wurden zusammengefasst und wurden dann hier ausgewertet. Das Ganze ist anonymisiert natürlich. Und hier seht ihr eine Auswertung der Online-Aktivität erstmal über die Wochentage, wo man irgendwie sieht, dass diese Person, die hinter dieser Nummer hier steckt, offensichtlich
so bis Donnerstag gleichermaßen oder halbwegs konstant aktiv ist, Freitag aus Gründen und Samstag weniger aktiv bei WhatsApp ist und dann am Sonntag aber wieder anfängt, gesteigert WhatsApp zu benutzen. Hier seht ihr eine Darstellung der gleichen Person, nur eben bezogen auf die 24 Stunden des Tages. Das heißt, von Mitternacht bis Mitternacht seht ihr hier die Darstellung. Und hier fängt es an, interessant zu werden, für dich zumindest, weil man überraschend viele Profile findet, wo man sich fragt, wann diese Person eigentlich vielleicht schläft oder was die Beschäftigung dieser Person über den Tag wohl ist. Ne? Weil wir offensichtlich sehen wir hier, dass die Aktivität erst irgendwie so zwischen 1 und 2 Uhr abnimmt. Dann gibt es eine gewisse Ruhephase. Immer klar, dass es gewisse Messfehler gibt und dieser Online-Status nicht mit dem offenen oder geschlossenen Sein der Augen oder mit dem Körper direkt verbunden sind. Aber ja, eine gewisse Korrelation zwischen Aktivität und diesem Status gibt es. Und insofern kann man sich da berechtigt fragen, oh, das Zeitfenster der Ruhe ist ziemlich klein und dann geht es morgens auch gleich schon wieder los. Und ist das jetzt eine Person, die in einer Vorlesung sitzt oder im Büro sitzt und eigentlich arbeitet oder ein Pädagoge oder eine Pädagogin, die vielleicht gerade Matheunterricht gibt und trotz alledem irgendein anderes Fach unterrichtet und trotzdem hier einen konstant hohen Online-Status über den ganzen Tag irgendwie hinbekommt und das dann zum Abend hin nochmal steigert, was natürlich nachvollziehbar ist, aber so über den Tag finde ich das relativ spannend. Und man kann jetzt beliebig hier in dieser Studie klicken und sich Profile anschauen. Offensichtlich gibt es ein paar, die doch eher weniger nutzen. Sehen wir jemanden, der offensichtlich zumindest nachts eine gewisse, sehr starke Ruhephase hat, aber auch hier wieder der Tag sehr aktiv. Was da wohl parallel passiert, kann man sich nur fragen. Und das ist eigentlich letztendlich bei der ganzen Sache der spannende Teil. Ne? Ich stelle mir dabei vor, dass diese Informationen jetzt gesammelt, gespeichert und nicht nur im Rahmen dieser Studie. Man kann sicherlich davon ausgehen, dass diese Informationen auch von anderen Parteien abgegriffen und gesammelt und gespeichert werden. Irgendwann diese Person vielleicht mal in einem Bewerbungsgespräch sitzt und über verschiedene Auswertungsstufen vielleicht ein schlechtes Aufmerksamkeitsscoring bekommt. Keiner weiß genau warum. Und die Grundlage könnten vielleicht solche Erhebungen sein, die jetzt heute irgendwie belanglos und na, ist mir doch egal erscheinen, aber die dann vielleicht später im Zusammenhang mit so etwas wie einem Bewerbungsgespräch zu Argumentationsnöten führen, weil wir A, mit Sicherheit nicht, also wenn man mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass man nicht konkret mit einer solchen Auswertung konfrontiert wird, sondern dass in vielen Stufen solche Informationen zusammengefasst und gebündelt zu Kennzahlen werden und man am Ende gar nicht mehr so genau weiß, wo eine schlechte Bewertung eigentlich herkommt und man nichts mehr dagegen tun kann, dass diese Bewertungen irgendwo existieren, weil es ja auch mit Sicherheit Daten sind, auf die man keinen Zugang mehr hat, weil man ja gar nicht weiß, wer diese ganzen Informationen über eine Person speichert, was alles gute Gründe sind, sich sehr zu überlegen, ob man diese großen zentralistischen, amerikanischen, dem europäischen Datenschutz eher abgeneigten Unternehmen zuwerfen will. Denn ja, das hier und heute ist das eine, aber das, was Zukunft dabei rauskommt, ist, ja, muss man mal kurz drüber nachdenken. Genau, so viel zu dem Thema Metadaten und WhatsApp. Wobei ich nochmal betonen möchte, ne, WhatsApp, habt ihr vielleicht gemerkt, ist nicht unbedingt mein Liebling, aber es ist jetzt überhaupt gar nicht ein primäres Problem von WhatsApp. Es ist ein Problem, was zentralistisch große Systeme mit sich bringen, weil halt von vielen Nutzerinnen sehr leicht von anderen Parteien die Daten abgegriffen oder ausspioniert werden können. Und das ist, ja, es ist eher... Natürlich muss man mit so Anbietern darüber reden, wem sie solche Informationen zur Verfügung stellen. Hier reicht es, dass man die Telefonnummer des Gegenüber kennt, ohne dass der Gegenüber oder die Person, der die Telefonnummer gehört, dem zugestimmt haben muss. Da kann man vielleicht sagen, das könnte man besser schützen und sehr achtsamer damit umgehen. WhatsApp selber
hat diese Informationen natürlich. Und wir können sicher davon ausgehen, dass sie früher oder später monetarisiert werden. Insofern ist der sicherste Schutz dagegen, dezentrale Systeme zu verwenden, die ihren Genen enthalten, sich gegen solche Arten von Geldmacherei ausgesprochen haben. So, ein kleiner Ausflug möchte ich noch zu dem ganzen Thema ergänzen. Es ist jetzt ein krasser Sprung von WhatsApp und Chat zu Facebook. Facebook ist an der Stelle eigentlich auch erstmal wieder sekundär. Primär ist hier, hier hat mal jemand einen Account zur Verfügung gestellt für eine Analyse. Und das Spannende war, dass über den, das ist der Punkt hier in der Mitte, das ist eine Person, eine männliche Person, blaue Punkte sind männlichen Geschlechts, hat hier seinen Account zur Verfügung gestellt und über den kann man dann, wenn man die entsprechende Entwicklerzugang hat, Informationen aus diesem Account abgreifen und da gibt sich dann so ein Netz. Und was hier lustiger oder interessanterweise entstanden ist, ist, dass alleine durch eine Analyse der Profildaten also eine Clusterung möglich war und man sieht hier auf der linken Seite ein Cluster blauen Punkten, da stellte sich dann später raus, dass das, also bei einer genaueren Betrachtung stellte sich raus, das ist der Sportverein, es ist ein Fußballclub, wo offensichtlich Männer zusammen Fußball spielen und vielleicht eine Frau involviert ist, um sich um die Gesundheit zu kümmern oder ich weiß nicht, also irgendeine Rolle, aber zentral sind halt Männer hier, das ist der Sportverein. Dann gibt es hier auf der rechten Seite die Kollegenschaft, eher gemischt, männlich dominiert. Aber wie man sieht, konnten auch die Kollegen sehr gut, also der berufliche Kontext, sehr gut herausgearbeitet werden. Und dann gibt es hier oben die Verwandtschaft, was man alles dann später beim Betrachten der Daten dann validiert hat, was das für Gruppen sind oder eruiert hat, welche Gruppen das sind. Daher weiß man das. Und hier hat man festgestellt, das ist die Verwandtschaft und hier sind vor allen Dingen mehr Frauen als Männer, weil offensichtlich die Frauen es geschafft haben, älter zu werden als die männlichen Teilnehmer dieser Familie. Also auch hier ein interessantes Beispiel für Profildaten nehmen, sie in passende Algorithmen stecken und ohne weiteres Zutun Dinge lernen, die über die Person, die jetzt hier analysiert wurde, vielleicht interessant sind zu wissen und dass hier wieder ein Beispiel, was auch extern möglich ist. Wenn man sich heute einen entsprechenden Zugang bei Facebook besorgt, kann man solche Analysen machen. Facebook selber hat das natürlich alles in Perfektion in Echtzeit von allen Teilnehmern mit Sicherheit vorliegen und kann daraus seine Schlüsse ziehen, warum ja auch diese hochwertige Werbung bei Facebook so hochwertig. Die Werbung ist nie hoch, ist nicht unbedingt hochwertig, aber die Art und Weise, wie die Werbung bei Facebook platziert werden kann, ist sehr hochwertig, sehr differenziert aufgrund der Profilinformationen platziert werden kann. Diese differenzierten Informationen liefern die Nutzerschaft natürlich frei Haus und muss nicht aufwendig recherchiert werden. So, in dem Zusammenhang passt auch noch eine andere interessante Auswertung, und zwar die zum Thema Likes. Da gibt es eine Studie, die hier verlinkt ist, wo mal Forscher sich angeschaut haben, wie viele Likes eigentlich ein wie gutes Bild über eine Person, also über die Kenntnis, über die Einschätzung eines Systems wie Facebook über eine Person ermöglicht. Das sind natürlich alles nur statistische Mittelwerte und gelten nicht in jedem Einzelfall, aber im Schnitt kann man sagen, dass 10 Likes bedeuten, dass das System so gut jemanden einschätzen kann wie ein Kollege oder eine Mitschülerin. Und ab 300 Likes, ist man auf einem Niveau, dass das System wie Facebook eine Person besser einschätzen kann als jeder andere Mensch. Zumindest ist das die Erkenntnis der Wissenschaftler und das, was hier dahinter sind. Ich weiß nicht, ob die Regie mir gerade was sagen will oder nicht. Wir kommen gerade alle gleich wieder zurück aus den kleinen Gruppen. Die Backup-Zone schließen sich. Okay, dann ich höre gerade aus der Regie, dass die Kleingruppen zu Ende sind.
Ja, ich hatte noch zwei Folien gehabt. Dann würde ich jetzt hier an der Stelle einfach... Mach die doch. Mach doch die zwei Folien noch. Ja, finde ich schon, oder? Wir dürfen ja überziehen ein bisschen. Okay, dann mache ich noch meine zwei Folien. Ich habe auch noch eine kleine Präsentation. ein anderes, ein interessantes Thema oder ein anderes interessanter Vorfall zum Thema Facebook war Cambridge Analytica, die es geschafft haben, schon jetzt vor längerer Zeit, 270.000 Nutzern von Facebook eine Reihe von irgendwelchen Helferlein-Apps unterzujubeln, die irgendwie die berufliche Karriere, das Glück beim Glücksspiel oder keine Ahnung, irgendwelche Schnullikram wurde den NutzerInnen angeboten, in einem kleinen Spielchen innerhalb von Facebook über sich zu erfahren. Insgesamt 270.000 Menschen haben diese Spielchen angeklickt und benutzt. Ein kleiner Bug bei Facebook hat dazu geführt, dass der Anbieter dieser Spiele, der am Ende immer Cambridge Analytica war, die gesamten Profildaten dieser 270.000 Menschen in die Hände bekommen hat. Und nicht nur von diesen 270.000 Menschen, sondern auch eben von den Freunden dieser Kontakte, sodass also am Ende 270.000 NutzerInnen von Facebook, die diese Apps benutzt haben, an Cambridge Analytica 87 Millionen Kontakte zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, ich hier im Berliner Umfeld bringe immer den Vergleich, dass Lichtenberg sich da an diese, also Lichtenberg war, ist ungefähr hat 270.000 Einwohner. Also Lichtenberg hat irgendwie an diesen Spielen teilgenommen und die ganze Bundesrepublik ist nun im Detail den Menschen bei Cambridge Analytica bekannt. Und das alles nur, weil A, ein kleiner Bug bei Facebook und B, die NutzerInnen von Facebook irgendwelche kleinen Spielchen angeklickt haben, ohne dass sie sich in dem Moment vermutlich darüber im Klaren waren, dass sie ihren gesamten Freundeskreis offenlegen. Ja, und zum Abschluss würde ich euch noch ein kleines Tool zeigen, was ich offensichtlich gerade nicht so gut vorbereitet habe. Ich würde euch gerne noch hier zeigen, das ist Das ist ein Firefox-Browser, in dem ich ein Plugin installiert habe, das Lightbeam heißt. Und dieses Lightbeam-Plugin hat die Eigenschaft, dass es mir anzeigt, welche Websites ich in meinem Browser öffne und wie diese Websites miteinander interagieren. Und ich habe hier mal ein paar Links vorbereitet, die gehe ich mal gerade eben alle einmal durch und lade die Inhalte von diesen Webseiten. Das sind Webseiten, denen ich unterstellt habe, dass sie im Schnitt einige Menschen über den Tag mal anklicken, sind nicht besonders. Das ist jetzt nicht meine Favoritenliste. Und was ihr jetzt hier seht, ist, dass wir offensichtlich zwei Cluster bekommen haben. Und diese zwei Cluster bedeuten, dass stehen dafür, dass ich habe sieben Websites direkt aufgerufen. Ne, das war T-Online und Freenet, GMX, Web.de, die FAZ, die Spiegel Online und die Zeit. Ich habe also sieben Websites aktiv, willentlich, bewusst geöffnet. Und was mir jetzt dieses Tool hier verrät, ist, dass ich aber insgesamt bei 121 Websites gewesen bin. Diese 121 Websites resultieren daraus, dass zum Teil die Anbieter weitere Server einbinden, um Bilder und JavaScripts und also technische Komponenten ihrer Webseite auf anderen Servern zur Verfügung stellen. Das ist völlig legitim und damit da gibt es überhaupt nichts gegen auszusetzen. Was aber spannend ist bei dem Ganzen, sind diese ganzen Böppelchen, die hier diese Webseiten miteinander verbinden. Was in der Regel Anbieter von Werbeinhalten sind, die zwei Dinge hierüber erreichen. Das eine ist, sie spielen Werbung in diese Webseiten ein. Und das andere ist, dass sie Informationen zwischen den Webseiten transportieren. Das heißt, wenn ich bei Freenet irgendwelche Links angeklickt habe, mir
vielleicht auch bestimmte Mails durchgeschaut habe, wenn ich hier Webmail nutze. Das gleiche gilt für hier Web.de und DMX. Kann ich davon ausgehen, dass die Inhalte, die ich dort mir angeschaut habe, zumindest in einer Schlagworten Art und Weise rüberwandern an T-Online, genauso auch an die FAZ und die Zeit und an Spiegel.de, sodass also, wenn ich dann am Ende bei Spiegel.de ankomme und mir Inhalte anschaue, die durchaus darauf basieren können, was ich mir vorher bei T-Online und bei Brainet angeschaut habe. Und das alles auf Basis dieser kleinen Helferlein, die hier diese großen Anbieter alle miteinander verbinden und die technisch notwendig sind für die großen Anbieter hintenrum, ohne unser Wissen, diese Informationen weiterzureichen und sich so gegenseitig zu helfen, uns besser kennenzulernen. Und ja, die beste Lösung dagegen ist natürlich, ein Ad-Filter zu benutzen. Ich kann mal gerade versuchen, ob ich das jetzt spontan hinbekomme, den wieder anzumachen. Die mache ich jetzt aus, genau. Jetzt gehe ich hier hin, sage Reset. Mal der spannende Teil meiner Vorführung, ob ich jetzt auch nichts falsch gemacht habe. Lade ich die alle einmal neu. Und es hat nur mittelgut geklappt. Wir haben jetzt die Anzahl auf 86 reduziert. Aber ich weiß nicht, ob ihr die Einschätzung teilt, aber man kann sagen, durch die zwei Ad-Filter, die ich hinzugefügt habe, haben sich zumindest die Verbindungen untereinander schon mal reduziert. Wir haben ungefähr 40 Websites weniger hier oben auf dem Counter. Das heißt, ein geeignet eingestellter Werbeblocker und JavaScript-Blocker kann eine Menge helfen. Ach, ich glaube, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe das NoScript-Plugin vergessen. Genau das. Dies ist ein Experiment noch und dann gebe ich den Stream frei. Ist nicht viel besser geworden. Na, das muss ich noch üben. Ich habe fertig. Ben Goshi. Wenn du fertig hast, dann wird ihnen hier geholfen, sage ich dir. Ja, wir kommen zurück gefühlt. Ich weiß nicht, wie es den anderen ging, aber die Zeit war einfach viel zu kurz. Wir haben uns beispielsweise noch nicht darauf verständigen können, wer jetzt eigentlich vorstellt. Ich hoffe, dass jetzt gleich, wenn sich aus meiner kleinen Gruppe freiwillig hervorpreschen, sagt, ja. Aber ich war ja Gruppe 2 und deshalb würde ich vorschlagen, bitten, dass erstmal die Gruppe 1 sich quasi präsentiert und jetzt hier im Stream auch mal jemand von der Gruppe 1 erzählt, was habt ihr eigentlich so die Zeit über gemacht? Ja, hi, das war ich. Ich bin Gruppe 1 gewesen. Falls noch jemand aus Gruppe 1 dazukommen möchte, total gerne. Wir haben nicht so wirklich ein Bild gezeichnet, sondern eher so ein bisschen geguckt, so ein bisschen, was Datenschutz eigentlich ist und was das so für Probleme gibt. Und zum einen mal kam halt raus, dass Datenschutz wichtig ist, aber es wird eher halbherzig umgesetzt. Und manchmal auch als Hürde empfunden und gesagt, ja, das ist total nervig und warum muss ich das jetzt noch machen und so. Zum Beispiel, wenn ich halt zum Beispiel so bestimmte große Software nutzen möchte von den großen Anbietern. Und ja, eigentlich müsste halt der Datenschutz ein bisschen verständlicher sein. Das heißt also, das ist jetzt irgendwie für viele, sind das doch relativ viele Gesetze und das ist halt eher so ein bisschen, naja, so ein Kauderwelsch halt. Genau, dann gibt es zum Beispiel so Sachen, wenn ich zum Beispiel in einer Firma bin, weiß man gar nicht so richtig, was man für Metadaten hinterlässt oder generell weiß man gar nicht so, was man für Metadaten hinterlässt. Und aufgrund dieser Metadaten kann man ja zum Beispiel auch Informationen hinterlassen, von denen man sich gar nicht bewusst ist. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt eine AIDS-Hotline anrufe,
dann rufe ich irgendwie einen Freund an oder so, dann könnten vielleicht auch irgendwelche Zusammenhänge da geschlossen werden oder so, ja. Also wie zum Beispiel, ich habe halt irgendwie einen Partner, den ich vielleicht irgendwie angesteckt haben könnte oder so, oder was auch immer. Oder wenn ich zum Beispiel in der Firma bin halt und dann irgendwie so eine Zeiterfassungssoftware habe und dann drin erfasse, wie viel Gespräche ich mit Kunden habe oder wie lang das halt geht, dann kann es halt sein, dass mir der Chef dann sagt, Mensch, du hast vielleicht ein bisschen langsam gesprochen oder lange gebraucht für ein bestimmtes Problem. Und dann kann er irgendwie dann mit den Durchschnittsdaten sagen, ich habe aber an dem Tag nur 7 Kunden bearbeitet, der andere hat aber 14 Kunden bearbeitet. Deswegen kann er mich dann irgendwie so ein bisschen, ja, aufgrund der Metadaten, die ich tatsächlich hinterlassen habe, irgendwie, ich weiß nicht, nochmal irgendwie anhalten, da schneller zu arbeiten oder im schlimmsten Fall dann vielleicht irgendwie mich zum Beispiel entlassen oder so. Genau, also das sollte halt nicht zum Fall Leistungsvergleich nehmen. Ja, das waren so die wichtigsten Sachen halt. Und noch einer Punkt ist, was ist zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Daten hinterlasse bei irgendeinem Anbieter halt und auf einmal gibt es da halt Datenleck oder so und dann entstehen, dann werden halt diese Metadaten irgendwie durch dritte Wege an die Öffentlichkeit kommen. Das ist vielleicht auch nicht so angenehm, wenn jetzt, weiß ich nicht, bei Facebook oder bei wo auch immer da so ein Leck existiert. Das passiert ja immer mal wieder. Wollten die vielleicht die Daten gar nicht veröffentlichen, aber dann kommt halt irgendwie raus, mit wem ich wann wo telefoniert habe oder so oder was auch immer. Und das ist dann auch noch ein Problem. Und das, deswegen sollte man sich einfach bewusst sein, was man für Daten hinterlässt und was man auch für Metadaten hinterlässt. Und dann kann man vielleicht dann irgendwie vielleicht bewusster damit umgehen und vielleicht auch aktiv weniger Metadaten hinterlassen. Um dann auch sich und auch seine Mitmenschen zu schützen, weil die Metadaten verraten ja nicht nur mich, sondern auch meine Mitmenschen. So, das war's von Gruppe 1. Irgendwie wollte er mich gerade nicht anmuten lassen. Ja, vielen Dank. Gruppe 2, ich habe jetzt so von jemandem eine Rückmeldung bekommen, der sagt, er möchte lieber im Hintergrund sich halten, was ja völlig legitim ist. Möchte denn jemand aus Gruppe 2 das, was wir gemacht haben, vorstellen? Wenn ja, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, mir einfach ins Wort zu fallen und loszureden. Nö. Schade. Ja, ich kann das eben machen. Ja, sehr gut. Mutige Fragen. Also ich glaube, die Idee war vor allem der Hintergrund, warum ist es okay, einerseits meine Daten mal freizugeben und andererseits ist, meine Rechte gegenüber anderen durchzusetzen. Zum Beispiel, ich habe ein ganz normales Android, also habe ein normales Android-Device, aber ich möchte nicht Microsoft Teams benutzen oder irgendwie sonst wie. Da kamen wir relativ schnell zu dem Bild einer roten Ampel, dass man da mal drüber gehen kann. Aber dass es halt auch manchmal sinnvoll ist, sich einfach an die Regel der roten Ampel zu halten. Zum Beispiel eine Lehrkraft, die mit einer Schulklasse einen Ausflug macht, wird halt an jeder roten Ampel stehen bleiben, auch wenn da überhaupt kein Auto kommt und auch keins zu erwarten ist. Wenn die gleiche Person privat unterwegs ist und da sind keine Kinder, dann vielleicht die rote Ampel einfach ignorieren. Das Ganze ist, man kann da in der Regel abschätzen, ob ein Auto kommt oder nicht. Das ist halt wieder dann ein bisschen schwieriger bei digitalen Sachen. Irgendwie, was ich als 15-Jähriger irgendwie bei TikTok oder Facebook oder sonst wie rausgehauen habe, kann halt in ein paar Jahren irgendwie mir blöde auf die Füße fallen, ein LKW sehe ich kommen. Und wenn ich ein 4-jähriges Kind dabei habe, dann halte ich das auch an der Ampel fest, weil ich kann sehen, dass da ein Auto kommt. Das Kind selbst kann das selber noch gar nicht einschätzen. Und ja, wenn wir dann noch einen Blitzer an der Ampel haben, dann werde ich da auf jeden Fall auch stehen bleiben. Das mache ich dann, also ich als verantwortungsvoller Autofahrer natürlich schon, aber anderen ist es vielleicht relativ egal, weil man verhält sich natürlich anders, wenn da eine Kamera dran ist. Ich glaube, und das, den letzten Teil verstehe ich nicht ganz. Ja. Naja, das ist vielleicht, also das, was ich jetzt darunter verstehe, um das ergänzen zu dürfen, dem Kind zu erklären, warum
der eine sich so an der Ampel verhält und der andere so. Warum der uniformierte Polizist oder der Lehrer auf jeden Fall stehen zu bleiben hat und dafür deutlich weniger Verständnis besteht, wenn der auch oder diejenige drüber läuft, als wenn da irgendeiner drüber läuft. Das muss man im Kind halt irgendwie auch mal deutlich machen. Die meisten, glaube ich, bei uns werden schon sagen, ja, das macht einen Unterschied. Und das macht einen Unterschied, das muss man ja irgendwie den Kids, den Jugendlichen erklären. Ja, vielen Dank, Mario, für die Übernahme. Dann würde ich gerne gleich weitergehen. Ich gehe mal weiter zu Gruppe 3. Also jetzt nur mal zwei Sachen nochmal eingeschoben. Das eine ist, ohne dass wir es intern abgesprochen haben, aber ich gehe davon aus, dass wir das, was wir jetzt in den einzelnen Gruppen gemacht haben, und zwar Cyber4EDU, auch weiterentwickeln werden. Insofern seid dienstags immer eingeladen, dienstags 21 Uhr vorbeizukommen. Cyber4EDU.org steht auch, wie man da in den Raum reinkommt. Und irgendwie werden wir das bei uns im Wiki dann auch perpetuieren und gucken, dass man das da weiterentwickeln kann. Und das Zweite ist jetzt, wir haben in der Umfrage gesehen, dass in den kleinen Gruppen teilweise sehr wenige waren. Wenn ihr sagt, aufgrund der geringen Anzahl von Personen gab es jetzt kein richtiges Ergebnis oder so, ist das völlig okay, dann sagt es einfach kurz an. Ja, sonst würde ich gerne an kleine Gruppe 3 Open Source weitergeben. Ja, hallo. Wir waren tatsächlich insgesamt zu viert, also Chris war der Organisator und wir hatten uns zu dritt dann, er hat es natürlich moderiert, wie es ja ablaufen sollte. Wir hatten ja das Thema Open Source und wir sind erstmal mit einer Brainstorming-Session gestartet, wie wahrscheinlich auch alle anderen, und haben erstmal überlegt, was bedeutet denn für uns der Begriff Open Source. Und da sind viele Begriffe gefallen, dass es irgendwie eine Form von Frieden ist, Datensouveränität. Ich werde jetzt nicht alle nennen, aber zum Beispiel noch Vermeidung von Monopolbildung, Chancen auf Wirksamkeit, man kann auf die Weiterentwicklung einwirken. Freiwillige Basis. Und dann hatten wir zum Schluss noch einen Begriff, um auf eine Analogie zu kommen. Da fiel das Wort Haushaltshilfe. Und wir wollen die Präsentation jetzt hier ein bisschen zusammen machen. Paul, wolltest du jetzt weitermachen? Mein Mikrofon jetzt kurz anmachen. Ja. Genau, es kam die Analogie der Haushaltshilfe auf, dass am Anfang war so die Idee, irgendwie man installiert sich irgendwie auf dem Handy oder so ganz viele Apps, alles Mögliche, und die haben ja irgendwie immer irgendwie einen Dienst, einen Zweck, irgendwas, was wir machen wollen. Und die Idee war irgendwie so, wenn man zu Hause irgendwie einen Dienst hat, irgendwie die Idee war, man von der Haushaltshilfe hat oder sei es irgendwie ein Handwerker, was auch immer, dass man sich da ja doch schon ein bisschen genau überlegt, wen lässt man jetzt irgendwie rein und drückt man irgendeiner wildfremden Person vielleicht einfach einen Schlüssel in die Hand und die kommt dann irgendwie rein, macht da irgendeinen Kram und haut man irgendwann wieder ab. Wie entscheidet man das eigentlich und warum ist das dann irgendwie, wenn es um Apps geht, auf dem Handy auf einmal eine ganz andere Entscheidung, die man da irgendwie trifft? Also die Idee ist, dass sowas wie eine App auf das Telefon lassen ist ungefähr das gleiche wie eine haushaltshelfende Person in den eigenen Haushalt zu lassen, ja? Es war vor allem die Idee so mit der Datensouveränität, dass man, oder viele Apps ja häufig auch viele Daten irgendwie abgreifen. Und vor allem zu Hause so ein sehr persönlicher Raum ist inzwischen ja schon fast vergleichbar mit den ganzen Daten, die man irgendwie auf dem Handy hat, was auch sehr persönlich ist. Ich finde das Bild total gut. Es gefällt mir. Ja. Ich wollte es jetzt nur richtig verstehen. Das ist sehr schön. Es ging dann nämlich noch weiter und das kam dann eigentlich zum Schluss. Paul hatte schon gesagt, das hat ja dann mit Vertrauen zu tun und eine Haushaltshilfe, da hat man dann ja Vertrauen, oder der Handwerker, den man dann vielleicht kennt. Und am Ende fiel dann noch das kleine Dorf, wo man jeden kennt und sich untereinander hilft. Und da besteht ja auch ein gewisses Vertrauen. Und naja, die Open Source Community steht ja auch für Vertrauen. Es ist eine weltweite Community und so weiter. Und dann hatten wir zum Schluss eben noch den Begriff kleines Dorf als Analogie.
Und ja, das war, da waren wir dann auch schon kurz vor knapp und haben uns überlegt, auf jeden Fall nehmen wir das kleine Dorf noch als vertrauensweckende Umgebung und man kann jemanden fragen, man hilft sich und ja, genau, so, Punkt. Ja, ich bin begeistert. Das gefällt mir sehr gut. Also ich habe Jugendlichen im Rahmen von Jugendarbeit, wenn die gesagt haben, naja, ist mir doch egal, ob da irgendeine so NSA oder so bei WhatsApp mitliest oder da so ein Anbieter, dann gesagt, ja, wenn dir egal ist, wer da mitliest, dann überleg dir doch mal, ob du bereit wärst, dein Handy mit WhatsApp deinen Eltern zu geben. Manche sind dann schon bleich geworden. Hat dann noch bei manchen noch mal zum Nachdenken geführt. Ja, vielen Dank. Großartige Einfälle. Das mit der Haushaltshilfe, das muss man auch merken. Das finde ich sehr gut. So, Metadaten habe ich gerade schon gesteckt bekommen, hat nicht stattgefunden, aber Datensicherheit, Sicherheit, Cyber Security. Wer kann, wird da was tun? Ah, Geno macht das. Ja, super. Ach, genau. Wir waren eine ziemlich kleine Gruppe. Wir haben zuerst überlegt, ob das Bild eines Tresors für Datensicherheit passen würde und haben uns dann allerdings dagegen entschieden, dass ein relativ komplexes Bild, also viele Feinheiten nicht beinhaltet hat und haben dann aus dem Raum dann quasi dieses Bildchen gemalt, und zwar eines Haus bzw. eines Hausbaues. Da ist die Idee, dass das Haus, wenn es gebaut wird, eben aus Kindheitsschuhen zunächst erstmal man gar keinen Einfluss hat, welche Daten man preisgibt oder welche nicht. Das entscheiden die Eltern für einen. Und nachdem eben das Haus gebaut wurde, nachdem man ein Stück weit erwachsen ist, hat man schon die Entscheidung dafür und kann eben tatsächlich auch entscheiden, wen man reingucken lässt, haben da dann die Analogie Gardine ausgearbeitet. Man kann da eben wunderbar rausschauen, man kann ins Internet schauen und sich eben alles angucken, was andere so preisgeben. Allerdings kann man sie trotzdem in gewisser Weise zulassen oder auch zuziehen, sodass eben fremde Leute von der Straße nicht reingucken können. Das war quasi unser Bild. Genau. Das war's. Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung, dass wir uns halt auch noch überlegt haben, gerade im Sicherheitsaspekt, wenn man das Haus baut, fängt man erstmal eigentlich mit so einem Fundament ganz nackt quasi an. Und das Erste, was man üblicherweise reinbaut, wenn die Mauern stehen, sind Türen und Fenster. Aber das machen wir eben mit unseren persönlichen Daten nicht. Manchmal gehen wir damit um, als ob alles offen steht. Und das konnten wir jetzt hier aber bildlich so nicht umsetzen. Quasi dieses Verschlüsseln oder Verschließen von Daten könnte man dann eben mit den Fenstern und Türen quasi da noch ergänzen. Ich stelle mir gerade vor, dass man zwei Häuser auf einem Bild hat, das eine so ganz konventionell mit Tür und Vorhang und Rollladen und so und das andere, wo das alles fehlt und man sich einfach fragt, was würde man bevorzugen und warum? Aber passt das bei deinem Haus? Weil bei deinem Haus willst du eine Tür und ein Fenster. Bei meinen Daten will ich nicht das Scheunentor aufmachen. Wie? Du willst ein Haus ohne Tür und Fenster? Also. Na, ich will aber die Möglichkeit haben, dass die Tür zu ist und auch sicher zu ist. Na eben. Also insofern ist doch die Analogie zu sagen, willst du ein Haus ohne Tür und Fenster? Also willst du Facebook und WhatsApp weiter benutzen oder nimmst du lieber das mit den Türen und Fenstern und gehst zu Signal und Matrix und so? Also ein bisschen platt jetzt und vereinfacht, aber also ich glaube, das finde das gerade, ja, kann man nochmal eine Runde drüber nachdenken, aber es ist schöner, auch finde ich sehr anschaulich. Es ist eine schöne Grundlage, danke. Und die Haushaltshilfen passen dann auch, die dann hoffentlich nicht reinkommen und alle Daten collecten. So kommt alles zusammen, das ist großartig. Ja, vielen Dank. Wir gehen weiter zu dem Begriffspaar zentral, dezentral. Kann, will, wird da jetzt jemand was sagen? Dann mag ich bitte ins Wort. Leider für den Raum haben sich keine Interessenten gefunden. Ah. Das Thema ist ja auch sehr komplex. Daher
gibt es keine Präsentation dazu. Aber ich glaube, das ergibt sich auch aus dem Gesamtbild vielleicht was dazu. Gerade danke, Ivo, gerade auch die Rückmeldung von Ihnen bekommen. Zu dem Thema Big Data, wie schaut es da aus? Jo, da haben wir ein Thema. Also, wir waren eine kleine Gruppe, aber haben dafür, glaube ich, ganz nette Ergebnisse zusammengesammelt. Kommt auf den Blickwinkel an. Gut, also ganz am Anfang sind wir mal dazu gekommen, was ist Big Data und wo gibt es Bilder dazu? Und da gibt es im Zusammenhang mit dem Artikel 13 und Uploadfilter-Debatte von Alexander Lehmann ein Video, das ist so eine, weiß nicht, überschaubar, aber da sind so viele schöne Bilder über Big Data drin. Das ist einfach faszinierend. Dann als nächsten Punkt haben wir, genau, das Bild passt jetzt ganz wunderbar, so uns überlegt, ja, was ist denn so ein großer Big Data Pool? Das ist doch die Schufa. Und jetzt ganz aktuell, wir hatten in Italien so eine Situation, da möchte man nicht reinkommen, wo man über entscheiden muss, behandle ich einen Menschen oder nicht, diese Triage-Situation. Und da wird man als blauäugiger Mensch sagen, hurra, lass uns das wegautomatisieren. Und dann bringe ich diese Situation mit der Datenqualität über der Schufa, über die, ich weiß nicht, es ist eine Weile her, dass darüber diskutiert wurde, ich glaube, das ist so 4-5 Jahre her, mit dieser Datenqualität in den Triage reingehen. Und dann bin ich in so einer fiesen Dystopie drin, das will ich nicht. gut, und ich glaube, dann kann Ivo auch noch kurz was dazu sagen. Genau, da sind auch andere Themen davor genannt worden. Also die Frage zum, haben wir Datensilos, so wie Facebook, Google und etc. oder haben wir eben eine dezentrale Infrastruktur in Form von Open Source, die sich dann gegenseitig ergänzt und auch verbessert. Und wie passt es denn zum Big Data? Also die Big Data sagt sowas wie, also beschreibt man wie Daten, die man nicht gut, nicht leicht zusammenfügen kann, die man nicht verstehen kann, aber dennoch moderne Technik in der Lage ist, sowas zusammenzufügen, ein bestimmtes Bild, einen bestimmten Fußabdruck, oder wir haben uns auf den Begriff Datentattoo geeinigt. Also das ist etwas, was wir aggregiert, je zentraler man agiert im weltweiten Netz, desto größer oder desto hässlicher wird das Tattoo möglicherweise dann später. Und das ist etwas, was du nicht wegkriegst. Also das ist da, die Daten, die Datensilos Unternehmen sammeln für einen, das ist genau das, was man dann später, also wofür, weshalb man dann einen kostenlosen Account letztendlich bekommt. Und dieses Tattoo, sei es jetzt im Zusammenhang mit Gesundheitsdaten, was mehr oder weniger die letzte Domäne unserer Privatsphäre dann noch geblieben ist, oder in Teilen zumindest, ist es das, was man sicherlich überlegen soll, bevor man sich dem großen Unternehmen dann ergibt und sagt, ja, ich habe bei allen Accounts, ich habe nichts zu verbergen, interessiert mich nicht, was in 20 Jahren mit mir passiert. So viel ungefähr dazu. Das Bild dazu ist halt das Tattoo, das man sich in jungen Jahren stechen hat lassen und man war total stolz und jetzt bin ich aber halt ein bisschen älter, gesetzter und sage, ach du Scheiße, lasert mir dieses Ding raus. Und ein Big Data Tattoo weglasern geht halt mal nicht. Oder ist es möglicherweise ein Branding, was nun wirklich, ich stelle mir gerade so einen Körper voll übersät mit lauter Facebook und so Cookies auf und die Haut. Es geht halt dran. Direkt an mir dran, an meiner Steuernummer oder was auch immer. Ja. Ach, herrlich, herrlich. Ja, das dafür, dass man sich möglicherweise andere Daten auf den Körper schreibt, sprich Anonymität und Privatsphäre, dass man dann nicht alles preisgibt und überall. Das heißt, also man muss nicht alles, das was auf einem Körper steht, muss nicht unbedingt auch stimmen. Aber das ist etwas, was man überlegen soll, also bevor man sich überhaupt bevor man zum Stecher geht, also bevor man ins Netz geht. Sollte man überlegen, was möchte ich mir stechen lassen? Zum einen das, wenn ich jetzt losgehe und mir ein Tattoo stechen lasse, dann kann ich mir noch aussuchen, was da drauf gestochen wird. Aber bei Facebook, jemand anders macht bei einer Party ein Bild von mir.
Kann ich mir nicht aussuchen. Das ist so wie die bei Seemannern verbreiteten Tattoos, die im Suff irgendwann entstanden sind. Also, ich will jetzt keinen Seemann zu nahe treten, aber man hört nicht, ja, solche Geschichten. Nicht jeder, der ein Tattoo hat sich das so richtig ausgesucht, ja, oder darüber nachgedacht. Ja, wie gerade jemand im Chat schrieb, drum, prüfe, wer sich ewig brandet. Okay, zu dem Thema, das letzte, vielen Dank soweit, das letzte Thema Algorithmus, kam da eine Gruppe zustande, die uns berichten kann, möchte, will? Jetzt. Ja, haben wir. Wir hatten auch ein schönes Bild gemacht. Aber ich kann es hier nicht reinladen. Ah, da ist es. Ah. So, da ist wahrscheinlich ein wenig Erklärung nötig. Das ist mal für sich auch schön. Das lasse ich mir stechen. Das erinnert mich an Maximus, wie sie in die Mühle kommen. Ja, ähnelt dem tatsächlich auch so ein bisschen. Es gibt definitiv schlechtere Motive für ein Tattoo. Ich würde das aber vielleicht ein bisschen professioneller gezeichnet nehmen. Kannst du nicht aussuchen. Okay. Ist ja martialisch. Sehe ich da einen abgerissenen? Genau. Das kann man tatsächlich so ein bisschen so sehen. Also der Grundgedanke war, dass ein Algorithmus für die meisten Menschen ja sehr abstrakt ist erstmal. Das heißt, sie verstehen nicht so richtig, was heißt denn das? Was bedeutet das für einen Alltag? Also Algorithmus, das ist irgendwie so weit, weit weg wie die Cloud und andere Leute Probleme, keine Ahnung, was das bedeutet. Und da haben wir uns überlegt, wie könnten wir das so ein bisschen darstellen, was ein Algorithmus eigentlich macht oder was das bedeutet. Und zwar ist es ja so, dass ein Computer uns nicht als Mensch wirklich verstehen oder erfassen kann. Das heißt, wir werden dadurch so eine Zahnradanlage durchgejagt und schön zerteilt. Da sieht man auch, hier geht links ein Bein weg, dann Kopf und dann der Rest auch wieder. Und das wird schön einklassifiziert in sauber getrennte kleine Bereiche. Und dann wird das alles wieder zurück zusammengefügt. Aber das, was dabei rauskommt, entspricht nicht unbedingt dem Bild, das wir von uns selber haben oder auch ganz objektiv dem, was vorher reinging. Das heißt, so ein Algorithmus ist immer ein bisschen verfälschend. Und das hilft vielleicht, um den Leuten darzustellen, ist das wirklich so, wie ihr gesehen werden wollt? Weil wenn der Algorithmus das bestimmt, ist das, wie ihr gesehen werdet. Und dass da ein bisschen martialischer Hauch mit anschwingt, ist natürlich auch nicht ganz falsch, weil unserer Datenrepräsentation ja auch eine gewisse Gewalt angetan wird, wenn wir da so zwanghaft in feste Formen gepresst werden. Ein Algorithmus kann ja nicht einen Menschen verstehen. Und auch wenn die lernende Algorithmen heißen, ist das mit dem Lernen ja nicht genau das, was wir darunter verstehen, sondern das ist einfach nur, die Messer werden schärfer, um alles in ihre Kategorien einteilen zu können. Und deswegen, ja, der Algorithmus wird sich nicht uns anpassen. Der wird einfach neue Wege finden, den Menschen seinem Weltbild anzupassen. Ja, das ist das Bild für die Abiturklassen, so ab FSK 16. Es ist blutfrei. Nee, finde ich sehr gut. Also, großartig. Ja, vielen Dank. Danke sagen will gelernt sein. Es ist ja so, ihr habt jetzt zwar mich an mich am meisten gesehen, aber wir wollen ja nicht verhehlen oder uns falsche Lorbeeren da überhelfen. Es sind ja vor allen Dingen Menschen gewesen, die das hier vorbereitet haben von uns, die jetzt nicht so zu sehen waren. Deswegen wollen wir ganz ausdrücklich insbesondere, und ich hoffe, ich vergesse keinen, Danke zu sagen an Suste, Ralf, Knobs, Ivo, Moni vor allem und Geno und Chris, die hier ganz viel im Hintergrund bereitet haben, damit dieser Workshop in dieser Form so stattfinden kann. Wir sind mit kaum Überziehungszeit soweit durch. Und Micha, wenn du jetzt noch was hast, gerne, sonst ja, dann werden wir die nutzen.
Genau, also zum einen würde ich mich sehr freuen, wenn jetzt noch der ein oder andere vielleicht Fragen, Anregungen, Wünsche oder so hat. Dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn alle Anwesenden uns vielleicht noch ein kleines Statement im Chat hinterlassen, wie es euch gefallen hat, und gerne auch Hinweise, was vielleicht noch hätte anders oder besser sein können. Also konstruktive, also Kritik jeder Art, wären wir sehr daran interessiert. Das war jetzt ein großes Experiment von uns und in der Form vielleicht auch noch nicht so oft da gewesen. Jetzt kam mir gerade noch die Frage ein, ob ein paar mehr von den Mitwirkenden noch Lust haben, ihre Kamera anzumachen, um einfach auch klar zu machen, dass es reale Menschen sind. Wir sind nicht zu zweit, wir sind ganz viele. Aber das nur als Idee. Also ja, das eine ist Fragen und Antworten und das andere ist, gebt uns gerne Feedback. Ralf. Genau, also hat noch jemand Fragen an uns? Gerne auch Mikro aufmachen und raushauen. Oder es gibt ja ein Pad vom Club auch. Da sehe ich jetzt nichts. Es kam jetzt hier nur im Chat die Frage, wo werden die Ergebnisse weiterentwickelt? Auf cyber4edu.org, dienstags 21 Uhr, da werden wir das auch in irgendeiner Form weiterentwickeln. Also wer jetzt noch Fragen hat, könnte sie, wie gesagt, in das Pad werfen. Oder hier für die, die im BB, also Pad auch für die, die im Stream sind, oder für diejenigen, die hier im BBB sind, auch im Public Chat. Ach, das wollte ich noch einwerfen bei der Präsentation, wer BBB nicht kennt, also dieses Whiteboard, was man hier sieht in der Mitte, da kann man nicht nur Präsentationen hochladen, sondern das absolute Killer-Feature von diesem Ding ist, man kann malen. Da haben wir bei den Dienstagssitzungen schon interessante Ergebnisse gehabt. Das kann also wirklich hochinteressant sein. So, bevor ich an den Herald gebe, würde ich jetzt sagen, noch mal kurz die Chance für Fragen. Oder wir haben sie jetzt alle totgequatscht, Michael? Das wäre mir jetzt gar nicht recht. Aber also ich kann uns zumindest noch von meiner Seite aus sagen, es hat mir riesen Spaß gemacht. Das war jetzt, hatte einen gewissen Stressfaktor im Vorfeld, also vielleicht noch viel mehr bei den anderen, wobei, ja, wie auch immer, wir alle hatten unseren Stress, jeder in seiner Form. Es war super und ich finde, es hat sich total gelohnt, oder? Also ich glaube, ich spreche für alle, dass wir das nochmal machen würden. Jetzt haben wir auch total Routine mit super interaktiven, online verteilt Big Blue Button Formaten. Also Videokonferenzen habe ich auch schon zig gemacht, gerade seit dem Lockdown, aber einen interaktiven Workshop in der Form auch noch nicht, weil es auch mal eine Premiere. Vielleicht können wir auch noch den lustigen Funfact teilen, dass die Idee mit meinem Vortrag zwischendrin als Lückenfüller, glaube ich, Donnerstagabend 22.30 Uhr oder so entstanden ist. So früh weil, kann das auch gar nicht gewesen sein. Weil irgendwie ein leerer Stream vom Orga-Team als nicht so cool angesehen wurde, mussten wir uns spontan was aus einfallen lassen. Und ich finde, also wie auch immer, das war ja auch lustig, hat für Blutdruck gesorgt, aber das Paket, ich habe mich ja selber noch gar nicht gesehen, aber ich hoffe, es ist halbwegs okay gewesen. Auf jeden Fall war es lustig, lustig mit euch allen. Und jetzt, ja genau, gibt es noch ein schönes Bild. Ja, ihr seht gerade, was man mit BBB machen kann. Ja, also deswegen lohnt es sich, den anderen Dreck wegzulassen, oder? Ja. Nur, um zusammen malen zu können. Okay, dann also, würde ich sagen, vielen, vielen Dank von uns. Und ich würde sagen, wir geben an den Herald, den ich noch nicht sehe und höre, quasi zurück ins Studio, oder wie man so schön sagt. Also keine Frage, keine Anmerkung, nichts aus dem Publikum. Das ist ja schade. Herald? Ja, Sekunde. Herald her. Großartig. Ich würde ja gerne meine Kamera wieder anstellen, aber ich habe hier sonst noch meinen Ersatz, Herald. Hallo. Kann sich um Stunden handeln? Da ist unten so ein Button. Ja, ja. So eine Sekunde. Kiste mit Trichter dran. Sekunde.
Aus Datenschutzclub und, kann ich und, das und? Nicht tun. Ja, na, willkommen im Club. Sehr schön. Ja, ich bin beeindruckt. Ich habe noch nie so viele Speaker und Teilnehmer und Teilnehmende und Teilnehmenderinnen. Und überhaupt, das ist echt eine beeindruckende Reihe an Leuten hier. Vielen, vielen Dank für all euren Beitrag. Das war ein super spannendes Experiment. Ich glaube, das ist wirklich das verteilteste und chaotischste, was wir dieses Wochenende hatten. In den besten aller Auslegungsvarianten. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich finde es toll, was ihr für Ergebnisse wieder mitgebracht habt. Ich hoffe, ihr hattet auch in euren Runden, in euren individuellen Breakrooms viel Spaß. Ich finde das großartig, dass wir wirklich was Interaktives rausgekriegt haben und können das vielleicht auch noch weiter ausbauen. Auch die Sache mit dem Vortrag in der als Lückenfüller sozusagen fand ich großartig gelöst. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt auf jeden Fall gelernt, baut eure Fenster und Türen ein, zieht eure Vorhänge zu und überlegt euch, welche Handwerker ihr ins Haus lasst. Und am Schluss vielleicht noch die Frage, kann man bei Chaos Macht Schule mithelfen? Kann man irgendwie beitragen? Kann man euch helfen? Kann man euch unter die Arme greifen? Ich nehme an, der Bedarf ist groß. Macht doch vielleicht nochmal Werbung an der Stelle. Der Bedarf Mach du mit. Also ja, auf jeden Fall, Chaos Macht Schule hat eine zentrale Seite. Wenn ihr Chaos Macht Schule sucht, werdet ihr es finden, wo ihr dann die Links findet zu den jeweiligen regionalen Ablegern von uns, die bundesweit vertreten sind, also nicht nur Berlin, sondern an vielen anderen Orten genauso. Geht einfach ins Netz und sucht und ihr werdet finden. Und da im Moment ist natürlich alles ein bisschen schwierig, ne? Mit Corona und in Schulen gehen ist gerade nicht so der Burner, aber das wird alles irgendwann besser und wir arbeiten auch an Online-Formaten und nutzen die zum Teil auch schon. Insofern, ja, kommt und helft uns, das ist sehr, sehr willkommen. Das gleiche gilt für Cyber for Edu. Wenn ihr Schulen auf breiterer Basis unterstützen wollt, seid ihr sehr eingeladen, zu uns zu kommen. Und da können wir vielleicht euch auch vermitteln an andere Gruppen, die noch besser passen zu dem, was ihr wollt. Wir sind sehr gut vernetzt mit ganz vielen anderen Aktivistinnen, die sich mehr um Hardware oder auch noch mehr um Software kümmern und oder um Lehrinhalte und so. Das oder EduLabs zum Beispiel, übernächste Woche finden wir wieder ein spannendes EduLabs-Meetup zum Thema OER und Lernmethodiken statt. Ja, und an der beiden Orten trefft ihr uns wieder und habt dann die Möglichkeit, vielleicht mit uns oder mit Leuten, die wir kennen, euch einzubringen, was total wichtig ist. Weil digitale Bildung ist kaputt. Wir müssen sie reparieren. Wenn wir es nicht tun, macht es kein anderer. Genau. Angenommen, jetzt schauen Menschen zu und denken sich, ich würde total gerne mithelfen, aber ich weiß nicht, ob ihr mich gebrauchen könnt. Was sind denn so typische Rollen, die euch helfen würden? Womit kann man euch helfen? Also ich würde sagen, es gibt keine Rolle, bei der man nicht helfen kann, weil das Spektrum, was wir abdecken, einfach groß ist. Ja, sag doch was Spezifisches hier, Mensch. Also ja, ich als Jurist mache halt meinen Teil, Micha als Techniker macht seinen Teil auf einer ganz anderen Ebene. Wir haben Lehrerinnen und Lehrer dabei, wir haben Menschen, die Texte korrigieren und schreiben, also oder Eltern, die eben auch ihre Sicht als Eltern mit reinbringen. Und ich würde sagen, Schülerinnen, Schüler könnten gerne noch dazukommen, auch die da auch ihre Sichtweise beitragen. Also insofern, ich kann mir momentan gar nicht vorstellen, zu jemandem zu sagen, so passt nicht. Also dafür haben wir haben halt auch relativ viele verschiedene Arbeitsgruppen inzwischen aufgebaut zu einzelnen Bereichen, um die jeweils auch abzudecken und das wird im Zweifel eher größer als kleiner. Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Insbesondere als Schüler, Schülerin werden sicherlich einige Blickwinkel dazukommen. Wenn sich Erwachsene denken, Mensch, das und das müssen die Schüler doch einfach lernen und dann ist alles gut. Und stellt sich raus, auf der Empfängerseite sind die Bedürfnisse ganz anders. Also junge Menschen, Chaos Macht Schule ist nicht nur von Erwachsenen für Schüler und Schülerinnen, sondern sicherlich auch von Schülerinnen für Schülerinnen. Ich wollte gerade noch kurz anreißen, ihr habt angesprochen die kommenden Herausforderungen mit Online-Learning.
dass jetzt eben persönliche Besuche in der Schule eher schwierig sind. Gibt es da irgendwas, was gerade total brennt, wo jemand sagt, den und den Skill brauchen wir? Na, wir stehen unter anderem gerade hier in Berlin vor der Herausforderung, Schulungen in dem Bereich zu organisieren. Wir haben ein größeres Projekt, in dem wir jetzt Big Blue Button oder Videokonferencing ausrollen werden. Und da ist auf jeden Fall noch eine Challenge, das ganze Thema Support, Unterstützung von den NutzerInnen. Was wir auf jeden Fall beobachtet haben, ist an den Schulen, wo wir es schon erfolgreich gemacht haben, dass der Schlüssel zum Erfolg nicht nur die gute Technik ist, sondern eben auch das an die Hand nehmen der Betroffenen. Und da es eine Reihe von Schulen sind, die da jetzt die Hand gehoben haben, ist alles, was mit der Unterstützung, entweder Support oder Schulung oder Schulungsmaterialien, Visualisierung, Diagramme, alles, was irgendwie hilft, Menschen, Handreichungen, alles, was hilft, das Nutzen und Verwenden zu unterstützen und das auch in Richtung, wie kann ich jetzt dieses Medium im Unterricht auch sinnvoll einsetzen, ne? Weil alleine eine Videokonferenzlösung in der Schule zu geben, ist noch nicht die Lösung. Man muss dann auch helfen, wie mache ich dann Tutorengespräche, wie mache ich Unterricht, wie nutze ich die Breakout-Räume und was sind vielleicht auch ganz neue, verrückte Ideen, wie man Unterricht spannender, interessanter gestalten kann. Und da kann man sich austoben. Und insofern ist das ja auch gerade ein lustiges Experiment gewesen, wie man halt auf der Basis Dinge machen kann, die vorher, also ne, weil einfach nur so weitermachen wie vorher, nur mit einem Videochat funktioniert nicht, das ist langweilig und doof. Also ja, das ist ein breites Feld und wir sind da gerade vor ganz großen Herausforderungen, das dann auch zu beweisen, dass es geht. Und insofern kommt alle, wir schaffen es schon, gemeinsam was hinzukriegen. Das heißt also auch einfach mal als Spielplatz das Ganze betrachten, neue Konzepte ausprobieren, einfach, egal ob es funktioniert oder nicht. Total. Also da gibt es auch genug Schulen und Pädagogen, die Lust haben, sich dem anzuschließen. Ich glaube, wir finden auch Klassenlehrer und LehrerInnen, die Lust haben, sowas mit zu begleiten. Und wir haben genug Schulen, die da. Also da gibt es genug Spielfläche und da gibt es genug auszuprobieren. Das wäre, ja. Die Vision ist, dass wir in ein paar Jahren sagen, Corona war aus menschlicher Sicht eine Katastrophe, aber was Bildung angeht, Gott sei Dank, dass wir mal gezwungen worden sind, von außen einen anderen Weg, einen neuen Weg einzuschlagen. Also dass eben es nicht als Rückfall sich in der Summe herausstellt, sondern als wirkliche Gelegenheit, Dinge neu anzufassen, Dinge neu anzuschieben, die sonst so nicht gekommen wären. Das ist doch ein wundervolles Schlusswort. Das ist ein super Ausblick und sehr schöne Hoffnung. Dann würde ich sagen, vielen Dank an alle Teilnehmenden, an unsere wundervollen Instruktoren. Ihr habt echt einen super Job gemacht. Und denkt dran, Fenster zu, Flaschen mitnehmen und bitte nicht im Klassenzimmer rauchen.